Na, mein Name ist Rolf Roth, ich leite das Stadtentwicklungsamt im Bezirk Berlin-Neukölln. Ich stehe hier nicht nur für mich alleine, sondern auch für meine 11 Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bezirken. Wir haben uns vorher ein bisschen abgestimmt und insofern hören Sie von mir ein paar persönliche Worte, aber auch etwas, was wir untereinander besprochen haben. Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung, die ich gerne machen würde. Die Stadtentwicklungsämter der Bezirke unterstützen die Erarbeitung dieser einheitlichen Leitlinien für die Bürgerinnenbeteiligung. Wir begleiten den Prozess konstruktiv, aber durchaus ausdrücklich auch kritisch. Die Kritik sollte aber bitte nicht falsch verstanden werden. Öffentlichkeitsbeteiligung ist eines der zentralen Themen bei der städtebaulichen Entwicklung der Stadt. Der Wunsch nach mehr Transparenz und öffentlichen Planungen ist nachvollziehbar und legitim. Wir haben überhaupt keine Angst davor, uns verändern und anpassen zu müssen. Wir wissen, dass das erforderlich ist. Wir nehmen die Herausforderung gerne an. Unsere Kritik soll deswegen konstruktiv im Sinne eines guten Ergebnisses für alle sein. Wir wollen nicht den Eindruck erwecken, Überbedenkenträger zu sein. Deswegen haben wir auch eine ausführliche und detailliert begründete schriftliche Stellungnahme abgegeben, die hoffentlich in den Prozess einfließt. Beteiligung ist für uns natürlich kein neues Thema. Wir wenden alle möglichen Instrumente sehr lange schon in allen informellen und formellen Planungsprozessen an und natürlich gibt es immer Verbesserungspotenziale. Durch den jetzt angestoßenen Prozess entsteht eine große Erwartungshaltung von Ihnen, aus der Bevölkerung, aber auch aus der Politik. Stadtentwicklungsämter und auch andere Fachämter, die hier gemeint sind mit städtebaulichen Entwicklungen, haben schon jetzt oft große Schwierigkeiten, dieser Erwartungshaltung gerecht zu werden. Gründe dafür sind unter anderem Termindruck, knappe Ressourcen, insbesondere qualifiziertes Personal und auch die Zuständigkeitsverteilung in der Verwaltung. Dazu kommen unterschiedliche Sichtweisen und Grundlagen. Verwaltung kann und darf oft nicht so handeln und denken, wie Bürgerinnen und Bürger sich das wünschen. Wir sind dem Arbeitsgremium deswegen dankbar für die Vorlage der bisherigen Unterlagen. Aus unserer Sicht sind bestimmte gesetzlich vorgegebene Abläufe, fachliche Termini oder formelles Verwaltungshandeln noch nicht ausreichend behandelt worden. Wir plädieren daher dafür, dringend auch ein Handlungs- und Umsetzungskonzept zu erarbeiten, das sicherstellt, dass die Leitlinien auch so umgesetzt werden können, wie Sie und die Öffentlichkeit das erwartet. Ich komme jetzt zu den 5 Instrumenten, die Anlaufstelle. Eine zentrale Anlaufstelle ist unabdingbar, wenn man Bürgerinnen und Bürgern Beteiligung und Information leicht machen will und ihnen den Weg in die Verwaltung erleichtern will. Insbesondere in Berlin mit seinen teilweise undurchschaubaren Zuständigkeiten ist es den Menschen nicht zuzumuten, jedes Mal herausfinden zu müssen, wohin man sich eigentlich wenden muss. Aber bei den vielfältigen Aufgaben, die die Anlaufstellen haben, ist es wichtig, dass diese in jeder Hinsicht ausreichend ausgestattet sind. Das heißt, genug qualifiziertes Personal, angemessene Räumlichkeiten, moderne Technik und genügend Sachmittel. Sachmittel meint Geld. Die Bezirke sind bei den bisherigen Planungen diesbezüglich noch nicht ausreichend berücksichtigt worden. Frau Dr. Fletten hat vorhin gesagt, es ist entschieden worden, dass die Bezirke da auch eine Finanzierung bekommen. Diese Finanzierung bezieht sich im Moment nur auf die sogenannten Sachmittel. Wo wir das Personal für diese vielfältigen Aufgaben herkriegen sollen, ist derzeit völlig ungewiss. Aus Sicht eines Fachamtes, nicht nur die Anlaufstelle muss gut ausgestattet sein, auch die zuständigen Ämter brauchen entsprechende Ressourcen. Jeder angestoßene Prozess kann nur sinnvoll sein, wenn er auch fachlich gut begleitet ist. Schon heute haben wir teilweise große Probleme, alle Veranstaltungen und Beteiligungsformate angemessen begleiten zu können. Die Stichworte hier: Fachkräftemangel, Arbeitsverdichtung, Überstunden und nicht zuletzt für viele meiner Kolleginnen und Kollegen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei vielen Arbeitern. Die Vorhabenliste. Wie überall im Leben ist es wichtig, die Übersicht zu behalten. Eine zentral geführte Vorhabenliste ist daher richtig und wichtig. Aber ich möchte eins hier nochmal deutlich klarstellen, weil ich glaube, dass es an vielen Stellen so Punkte gibt, die vielleicht nicht ganz deutlich genug gesagt sind oder auch nicht ganz deutlich genug klar gemacht sind. Wo sind eigentlich Schranken und Grenzen dieser ganzen Instrumente? Diese Leitlinien hier betreffen ausschließlich öffentliche Bauvorhaben.
der Senatsverwaltung und der Bezirke. Also das sind Hoch- und Tiefbauvorhaben oder Landschaftsbauprojekte und öffentliche Planungen, also den Bau einer Kita oder von Radverkehrsanlagen, ein neuer Park gestaltet wird oder auch wenn wir Bebauungspläne aufstellen, zum Beispiel für Wohnungsbau oder andere Projekte. Das, was die Menschen in unserer Stadt aber auch und nach meinem Eindruck oftmals viel stärker interessiert, sind die vielen privaten Bauvorhaben. Diese stehen nicht auf der Liste und sie können es auch nicht, da Private, anders als die öffentlichen Verwaltungen, nicht dazu verpflichtet werden können, Interessierte bei ihren Planungen mitwirken zu lassen. Hier sind wir wieder beim Stichwort Erwartungshaltung und dem, was die Leitlinien wirklich versprechen können. Ich denke, das muss hier auch nicht nur in diesem Rahmen, sondern auch öffentlich wirklich auch klargestellt werden, was diese Leitlinien am Ende leisten können. Anregung von Beteiligung. Natürlich ist es richtig, dass es kein Exklusivrecht für die Verwaltung oder für die Anlaufstelle geben kann, herauszuarbeiten, wo Beteiligung stattfindet und wo nicht. Deswegen müssen die Bürgerinnen und Bürger auch die Möglichkeit haben, von sich aus so etwas anzuregen. Aber der im derzeitigen Entwurf geschilderte mehrstufige Prozess suggeriert nach meiner Meinung, dass es nur genügend Hartnäckigkeit bedarf, um zum Erfolg zu kommen. Die Leitlinien versprechen auch hier wieder viel und gehen dabei die Gefahr ein, dass am Ende vieles nicht zu halten sein wird. Nicht zuletzt darf die von allen grundsätzlich gewollte Beteiligung nicht zu einer Lähmung der Planungs- und Bauprozesse führen. Erst recht nicht im öffentlichen Sektor, wo es vielfach um dringend und schnell benötigte öffentliche Infrastruktur geht. Die in diesem Kapitel beschriebenen langwierigen Prozesse und über mehrere Stufen eskalierbaren Abläufe lassen aus meiner Sicht das aber befürchten, dass es hier eine starke Verzögerung geben kann. Der Beteiligungsbeirat. Im Rahmen des Gesamtkonzeptes ist ein Beirat eine sinnvolle Möglichkeit, die Instrumente laufend zu evaluieren und notwendige Veränderungen anzustoßen. Kritisch ist aus meiner Sicht die vorgeschlagene Einsetzung von Projektbeiräten, die sich mit einzelnen Vorhaben dann beschäftigen sollen. Das ist unsystematisch und hebt die Trennung zwischen inhaltlicher Arbeit und einer Art Aufsichtsfunktion, die der Beirat haben soll, auf. Ich glaube auch, dass es solcher Projektbeiräte nicht bedarf, weil die beschriebenen Standardabläufe es eigentlich nicht nötig machen. Beteiligungskonzept, natürlich sollte ein Konzept vorliegen, bevor man mit der Beteiligung in Einzelvorhaben beginnt. Das Instrument als solches hat sich mir aber im Vergleich zu den vier anderen am wenigsten erschlossen. Ich hatte den Eindruck, dass es hier erhebliche Überschneidungen mit den Projektbeschreibungen in der Vorhabenliste gibt. Denn auch da geht es ja um Beteiligungsgegenstand und Entscheidungsspielraum. Ich würde deswegen denken, man kann dieses Instrument sehr gut in die Vorhabenliste integrieren. Gestatten Sie mir zum Schluss noch eine ganz kurze abschließende grundsätzliche Bemerkung. Die Leitlinien sollen Planungsprozesse offener und damit demokratischer machen. Unser Demokratiesystem ist darauf ausgerichtet, dass die vom Volk gewählten Vertreter stellvertretend für alle Entscheidungen treffen. Die sogenannte Planungshoheit der Gemeinde ist durch das Grundgesetz garantiert und sichert den politischen Gremien Entscheidungsrechte zu. Im Gegenzug dazu verlangen die Gesetze aber auch, dass unsere Politiker diese Entscheidungen treffen. Bürgerinnenbeteiligungsrichtlinie, die im Einzelfall oder vermehrt dazu führen, dass die eigentlichen Entscheidungsträger sich am Ende nicht mehr trauen, die von ihnen erwarteten Entscheidungen zu treffen oder sie durch andere Entscheidungsgremien ersetzen, sind aus meiner Sicht nicht zielführend und auch undemokratisch. Vielen Dank.